Kennt ihr den Begriff Lindianer? Lindianer bezeichnet man eine Gruppe von Menschen, HiFi-Enthusiasten, die sich auf die Marke Lin bzw. deren Produkte eingeschossen haben und dabei geblieben sind. Lin hat es tatsächlich geschafft, und das finde ich hat schon Apple-Charakter, sich einen treuen Kundenstamm aufzubauen, nach dem Motto, einmal Lin gehört, immer Lin. Und diese Lin-Anhänger ersetzen in den seltensten Fällen ihr Setup durch andere Marken. Dafür updaten und upgraden Sie Ihre Produkte natürlich mit Unterstützung und auf Empfehlung von Lin. Wie hat Lin das gemacht? Was machen Sie so besonders, dass diese Kunden so treu bleiben? Und ist es was für jeden? Sind wir alle also auch suchtgefährdet? Einmal Lin gehört und nie wieder was anderes? Diese Fragen möchte ich in diesem Video einmal mit euch besprechen. Und währenddessen zeige ich euch eine Neuheit von Lin. Es geht um die inzwischen erweiterten Möglichkeiten eines Lin Select DSM. Viel Spaß mit dem Video. Select DSM, der am besten konfigurierbare Streamer aller Zeiten. Genau so wirbt Lin auf der Homepage. Ganz schöne Ansage, wie ich finde, und hat mich echt neugierig gemacht. Ich habe jetzt schon Kontakt mit Lin seit der High-End-Messe 2022 in München. Vielleicht habt ihr auch schon meinen Messerundgang gesehen, den ich gemacht habe, und auch die Aufnahmen im Lin-Raum, wo auch übrigens Alan Parsons mit dabei war, ein sehr, sehr berühmter Musiker. Und interessanterweise hat sich Alan Parsons auch für Lin persönlich interessiert und hat auch darum gebeten, eine private Vorführung zu kriegen. Finde ich erstmal interessant, dass ein Musiker dieser Größe sich speziell persönlich für Lin interessiert hat. An dem Wochenende in München habe ich ebenfalls auch mein Interesse bekundet gegenüber Lin und habe auch mal gefragt, ob ich auch ein Gerät haben darf zum Testen zu Hause oder in meinem Studio, und habe mich dort als YouTuber vorgestellt. Und siehe da, inzwischen habe ich auch im Dezember tatsächlich mein Testgerät bekommen. Wenn sich doch nicht jeder mit Lin beschäftigt hat, so hat aber ziemlich sicher jeder, der sich mit HiFi beschäftigt hat, schon mal was von Lin gehört und kann diesen schottischen Hersteller einordnen. Und diesen Ruf hat sich Lin über die vielen Jahre schon erarbeitet, sodass wir auf Anhieb schon mal wissen, wir haben es hier mit einem High-End-Hersteller zu tun und mit Geräten, die es nicht unbedingt an jeder Ecke gibt. Lin ist ein absoluter digitaler Audiospezialist. Auch wenn sie ursprünglich mit dem LP12-Plattenspieler aus 1973 berühmt wurden. Mir wurde folgendes Gerät zur Verfügung gestellt. Es ist ein Select DSM Edition Hub Dual Mono mit Organic DAC. Was genau ist hier die Neuheit? Denn Select DSM gibt es ja schon länger. Es ist der Edition Hub, der vielseitig aufrüstbar ist, mit eingebautem neuem Organic DAC, der bis dato beste DAC von Lin. Bevor ich jetzt auf diese neuen Spezifikationen eingehe, kurz mal eben die Basics. Was kann ein Select DSM grundsätzlich? Es ist ein hochintegriertes System zur Musikwiedergabe zahlreicher digitaler und analoger Quellen. Dazu gehören unter anderem Streamingdienste wie Spotify Connect, Tidal, Caboose, Internetradio, Musik aus dem heimischen Netzwerk wie zum Beispiel einer NAS, Wiedergabe von lokalen digitalen Quellen per USB-Audio vom Computer, SPDIF-Anschlüsse wie Coax, Toslink, HDMI-Anschluss, aber auch analoge Quellen wie zum Beispiel Phono, sowohl MC als auch MM. Das sind so erstmal die Anschlüsse,
die ein Select DSM hat. Die große Besonderheit ist das modulare Konzept. Wie der Name Select schon verrät, hat man beim Kauf schon die Wahl zwischen verschiedenen Ausstattungsoptionen. Also einmal Lin Select DSM mit Vorstufenausgang oder mit integrierter Endstufe oder mit Vorstufenausgang und eingebautem DAC oder mit integrierter Endstufe und eingebautem DAC. Und seit neuestem, also seit, ich glaube, Mitte Dezember 2022, hat man mit dem neuen Organic DAC auch die Wahl zwischen drei verschiedenen DAC-Klassen. Gehen wir mal davon aus, ihr habt jetzt Interesse für einen Lin Select DSM. Dafür erkläre ich euch jetzt schrittweise, worüber ihr euch Gedanken machen müsst. Ihr fangt mit dem Gehäuse an. Ihr habt die Wahl zwischen zwei Gehäusetypen. Einmal den Classic Hub, ein etwas schlichtes, elegantes Gehäuse mit gefalztem Aluminium. Oder auch den Edition Hub. Das ist die Variante, die ich hier zum Test hatte und finde ich noch etwas edler daherkommt. Hat man das Gehäuse einmal festgelegt, legt man fest, mit welchem DAC man arbeiten möchte. Und da hat man inzwischen die Wahl zwischen drei verschiedenen DACs. Einmal den Standard-DAC, den Catalyst-DAC, der bis Ende 2022 Lins bester DAC war, und einmal den neuen Organic-DAC, der absolute Höhepunkt in Sachen Digital-Analog-Wandlung aktuell bei Lin. Ja, hier stecken mehr als 30 Jahre digitale Expertise drin. Und dieser DAC wurde auch vollständig in den eigenen Werken entworfen und entwickelt. Erhältlich in Stereo oder auch leistungsstarken Dual-Mono-Ausführungen. Mein Testgerät war genau diese Ausführung, also Dual-Mono, mit dem neuesten und besten DAC von Lin, den Organic DAC. Hat man das Thema einmal geklärt, geht es dann darum, wie will ich mein Select DSM anwenden? Nur als Quelle, weil ich vielleicht schon einen Verstärker oder eine Endstufe besitze, die ich weiterhin nutzen möchte? Oder als All-in-One-Gerät, sprich als Quelle mit integrierter Endstufe? Welche Anschlüsse soll er haben? Ist es vorgesehen, ein TV-Gerät daran anzuschließen? Dann sprechen wir nämlich auch über HDMI-Anschlüsse. Und stellen uns dann die Frage ARC oder EARC, je nachdem, was unser Fernseher auch kann. Oder ist sogar Mehrkanal geplant? Dann kann für Heimkinofans der Select DSM als Zentrale dienen. Mit dem DSP und dem HDMI-Schaltmodul können Heimkino-Optionen von 2.1 bis zu 7.2 Surround Sound ermöglicht werden. Ihr merkt also, die Möglichkeiten der Konfiguration sind viele. Zu Recht kann also Lin auch mit solchen Aussagen werben wie die weltweit erste vollständig flexible und zukunftssichere digitale Signalquelle für HiFi-Enthusiasten. Das stimmt. Es ist komplett modular aufgebaut. Egal ob ARC oder EARC, Enhanced Audio Return Channel. Egal, man kann es tauschen. Auch wenn in 2 Jahren OARC kommt, Optimized Audio Return Channel. Egal, man wird wahrscheinlich dann dieses Modul austauschen können. Das Gerät bleibt also auch in der Zukunft brauchbar, auch wenn sich die Anschlüsse und Formate ändern oder weiterentwickeln. Wir bleiben mit dem Lin Select DSM immer auf dem aktuellen Stand. Falls ihr jetzt in der Zwischenzeit googeln wolltet, was OARC ist, macht es nicht, habe ich mir ausgedacht, gibt es nicht. Ich habe euch nun im Groben das Gerät erklärt. Jetzt möchte ich euch einmal meine Erfahrung mitteilen, die ich in Sachen Bedienung und Klang mit diesem Gerät gemacht habe. Und zum Schluss klären wir noch die Frage, ob es etwas für jeden von uns ist. Plus, ich werde euch noch um eure Mithilfe bitten bezüglich meiner nächsten Lin-Videos, die ich drehen möchte. Meine Erfahrung, die Einrichtung.
war nicht mal eben so schnell angeschlossen und direkt gespielt. Nein, Lin selbst möchte das aber auch nicht in der Form. Es ist nicht vorgesehen, dass man sich ein Gerät online bestellt, einfach so mal hinstellt, irgendwie, wie man selber gerade denkt, dass es richtig ist, anzuschließen. Dann läuft man eventuell Gefahr, dass man enttäuscht wird. Und das möchte Lin nicht, deshalb empfehlen die, dass man das über einen Lin-Fachhändler macht. Ein Lin-autorisierter Fachhändler ist dafür zuständig, die Auslieferung zu übernehmen beim Kunden, die Einrichtung und Konfiguration, sodass am Ende der Kunde nicht enttäuscht werden kann. Wenn man nämlich die Bedienung nicht so ordentlich gestaltet, beziehungsweise die Einrichtung der Bedienung, denn die ist auch teilweise konfigurierbar, wenn man das nicht so ordentlich macht, dann hat man ein nicht so bedienerfreundliches Gerät. Das kann dann passieren, aber wenn man das wirklich ordentlich macht, dann ist das wirklich ein sehr, sehr bedienerfreundliches Gerät. Und auch klanglich gibt es Einstellungen, die den Klang verbessern. Es gibt eine Software von Lin, die nennt sich Space Optimization. Mit dieser Software muss man sich auseinandersetzen. Dafür braucht man Zeit, Lust und auch ein geschultes Ohr. Ja, und wer schon mal bei einem Lin-Händler gekauft hat oder sich hat dort beraten lassen, der wird sich auskennen, der weiß, wie hilfsbereit Lin-Fachhändler sind und wie sehr sie sich reinknien, bis es am Ende auf dem Punkt spielt. Es wird nichts dem Zufall überlassen. Vielleicht auch einer der Gründe, warum Lindianer immer bei Lin bleiben. Alles in einem fand ich die Bedienung über mein Android-Smartphone okay. Ich habe sowohl die Lin-Kazoo-App genutzt, als auch die Bubble UPnP-App. Aber noch besser fand ich es tatsächlich mit einem Apple-Smartphone und die dazu perfekt passende Lin-App. Klanglich. Also Leute. Ich habe nach wie vor einen Streamer mit ESS Sabre DAC, den ich sehr gern nutze aufgrund seiner wirklich tollen Bedienung. Hersteller nenne ich an der Stelle nicht. Aber ich hatte immer das Gefühl, und dazu muss ich sagen, den Streamer habe ich schon seit über 8 Monaten, ich hatte von Anfang an das Gefühl, dass da klanglich mehr geht. Nun ja, was soll ich sagen, Leute? Ich hatte mit diesem Bauchgefühl nicht unrecht. Als ich den Lin Streamer angeschlossen habe, musste ich leider feststellen, dass der dramatisch besser war. Das war so viel besser, dass ich schon fast einen Schock gekriegt habe. Das war echt krass. Nun muss ich auch sagen, was ich hier von Lin hatte, war ja schon relativ großes Besteck. Also der Organic Duck in Dual-Mono-Ausführung eben. Und der Streamer, den ich jetzt sonst immer nutze, mit dem ESS Sabre Duck, das ist zumindest von diesem Hersteller der beste Streamer, den die im Programm haben. Also wirklich die beste Qualitätsstufe. Und ich habe das jetzt für mich mal so ein bisschen runtergebrochen. Da, wo dieser Hersteller sozusagen aufhört, da fängt Lin erst gerade an. Das kann ich jetzt nicht mit genauer Gewissheit sagen, denn ich hatte nicht alle DACs hier, also den Standard, den Catalyst, um den jetzt auch mit dem ESS Sabre einfach mal so zu vergleichen. Das kann man jetzt auch so gerade nicht 100%ig sagen, aber das ist auch nur ein Bauchgefühl, was ich hier gerade sage, dass ich das Gefühl habe, selbst wenn ich den Standard-DAC hier hätte, dass der immer noch besser wäre als der ESS Sabre, den ich hier normalerweise nutze. Ja, und somit mit meinem eigenen Bauchgefühl habe ich in den letzten Jahren eigentlich immer ganz gute Erfahrungen gemacht. Ebenfalls interessante Erfahrung war die, als ich bei einem autorisierten Lin-Fachhändler vor Ort war in Kiel, Speakers Corner nennt sich der Laden. Von ihm habe ich übrigens auch mein Testgerät erhalten. Das hat Lin soweit in die Wege geleitet. Er hat es mir also im Dezember zugeschickt. Ich hatte dann meine Testphase und nach 2 Wochen etwa hat er es zurückgefordert, weil er es brauchte zu Vorführzwecken. Und ich dachte mir, ja gut, Kiel ist um die Ecke, dauert nur ein Stündchen, bevor ich es jetzt in die Post gebe, bringe ich es lieber persönlich vorbei. Bin also hingefahren und das hat sich auch gelohnt, weil er sich netterweise nochmal richtig Zeit für mich genommen hat und mir die Unterschiede der 3 verschiedenen DACs vorgeführt hat in seinen Räumlichkeiten. Ein Test, den ich ja hier, wie gesagt, nicht machen konnte, weil ich eben nur den besten DAC, den Organic DAC, da hatte. Er hat mir also die Unterschiede präsentiert und er selbst war wirklich völlig hin und weg von dem jeweiligen Unterschied, ne? Von dem Standard zum Catalyst und zum Organic DAC. Ich selbst muss sagen, dass ich jeweils die Sprünge gehört habe. Also es war für mich immer besser, ja, aber das waren für mich keine Welten. Das muss ich ganz klar sagen. Meiner Meinung nach spricht das für Lin.
Denn selbst mit dem Standard DAC bewegen wir uns hier auf einem sehr, sehr hohen Level. Wir haben also einmal den Standard DAC, der wirklich schon auf einem sehr hohen Level ist. Dann den Catalyst DAC, der den Standard DAC nochmal etwas übertrifft. Und für das letzte Quäntchen besser haben wir nochmal den Organic DAC. Was der Händler auch noch gezeigt hat, ist, wie er selbst mit Space Optimization umgegangen ist. Hier konnte ich ebenfalls nochmal den Unterschied mit und ohne dieser Raumoptimierung hören. Ich finde es immer gut, by the way, wenn man die Möglichkeit hat, den Klang nicht einfach so hinzunehmen, wie er ist, sondern wenn man die Möglichkeit hat, da auch nach eigenem Belieben etwas anzupassen. Und da war sehr spannend, wie er mit dieser Software umgegangen ist, weil da hat man auch echt gemerkt, der hat es drauf, der weiß, wovon er spricht. Und ich verstehe jetzt auch, warum Lin unbedingt möchte, dass man als Kunde sich von einem Lin-autorisierten Fachhändler beraten lassen soll. Also ich habe echt gemerkt, er kennt Lin in- und auswendig. Hier an der Stelle auch nochmal gerne die Empfehlung, falls ihr euch für Lin interessiert, spricht doch einfach mal Speakers Corner an. Aber auch generell, je nachdem, wo ihr gerade sitzt, könnt ihr auf der Lin-Website mal schauen, wo der nächste Lin-Fachhändler ist. Aber ich hatte jetzt persönlich Erfahrung mit Speakers Corner, deswegen an der Stelle auch nochmal die Empfehlung. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video die Philosophie von Lin etwas näher bringen. Bleibt noch eine Frage zu klären. Sind wir alle also jetzt auch suchtgefährdet? Nein, selbstverständlich nicht. So wie bei allen Geräten nicht. Jeder hört anders, die Geschmäcker sind unterschiedlich. Aber man muss sagen, mit dem modularen Aufbau von Lin, finde ich, spricht Lin eine sehr, sehr breite Masse an. Auch wenn das wirklich ein High-End-Hersteller ist und es Geräte sind, die es eben nicht an jeder Ecke gibt. Mit diesem modularen Aufbau haben sie wirklich etwas geschafft, wo sich, finde ich, mehr Leute mit beschäftigen müssten. Denn egal, ob jemand den Select in sein bestehendes HiFi-Setup mit einbinden möchte oder sich komplett mit Lin ein in sich schlüssiges System aufbauen will, ich finde, beide Typen sollten sich mit Lin näher auseinandersetzen. Und um es euch leicht zu machen, werde ich in die Videobeschreibung nochmal den Link zur Herstellerwebsite mit einbinden, sowie zum Produkt und auch den Link zur Händlersuche. So, und jetzt brauche ich nochmal eure Hilfe. Ich möchte nämlich noch ein paar Lin-Videos drehen. Und im Kopf habe ich tatsächlich ein Produkt, was ich als nächstes machen möchte, aber ich möchte euch unbedingt mit einbeziehen. Denn wer weiß, vielleicht habt ihr Interesse für ein ganz anderes Produkt. Schreibt es mir also in die Kommentare, falls ihr euch für Lin interessiert und für welches Lin-Produkt. Und wer weiß, wenn vielleicht mehrere von euch sich für genau ein spezielles Produkt interessieren, also für ein und dasselbe, dann werde ich vielleicht auch genau dieses Produkt wählen, um mein Review zu machen. Außerdem, vielleicht habt ihr ja noch ein paar Fragen zu diesem Video hier aktuell. Schreibt es bitte auch in die Kommentare. Möglicherweise kann ich die ein oder andere Frage dann im nächsten Lin-Video noch mit beantworten. In Hamburg sagt man Tschüss, aber wenn ihr wollt, sehen wir uns in diesem Video direkt wieder. Bis gleich.